Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, wir sind jetzt hier angekommen in der Warteschlange bei 3 Uhr nachts. Ihr versteht schon, was ich meine. Das ist der Alex. Guck mal. Hallo Alex, was geht ab bei dir? Du bist ja wirklich richtig gut drauf. Guck mal. Es geht. Ja. Es geht. Das ist der Hannes. Moin. Den dürfen wir nicht zeigen. Nein. Das ist der Special Guest. Ne? Und ich bin auch noch da. Jetzt sieht man dich ja trotzdem. Mann, ey. Guck mal. Wir stehen hier im Konzert und der Hannes macht einfach Raves mit Lavados. Das ist der Alex, ja, ist auch dabei. Das ist der Uwe, der ist auch dabei. Yeah.
alles wissen Sie von Carola. Hier ist einer der Pussy-Aufkleber. Mach mal einen auf meinen Arsch. Und alle Pimmel gehen nach oben, so wie Captain. Und wir gehen runter, runter. Ich bin cool, denn ich hab einen Fick am Mädchen. Ja, ich glaube, ich bin hartnäckig. Ich saufe in der Nacht und bei Tageslicht. Und ich will, dass ich von dem Bier eine Flasche trinke. Ja, gib es Bier her, gib es Bier her. Sag es zu dem Erika Kassier her. Gib es Bier her, ich will es unbedingt. Gib es Bier her, damit es von uns getrinkt. Gib es Bier her, gib es Bier her. Sag ich zu dem Erika Kassier her. Gib es Bier her, sonst wirst du tot gefickt. Mir das groß, wir sind nach dem Alkohol wichtig.
nur ein Foto machen. Warte mal! Wir wollen ein Foto mit uns machen. Wir machen hier ein Foto mit dem Chef. Ich glaube, wir sind spät dran, wir haben kein Foto mehr gemacht. Für dich, extra für dich zum Geburtstag. Du warst schon mit der Faxen, Hannes, ich seh's doch. Ja, ich hab's extra für dich gemacht. Das erkennt doch dein Schwein. Das ist so cool. Danke dir. Dankeschön. Magst du mir noch kurz auf mein T-Shirt unterschreiben? Ich habe leider keinen Stift. Mach mal ein Foto von mir. Ja, alles gut. Schon so. Ja. Sieht sehr unbequem aus und du legst ein bisschen in Kotze. Na, wo? Das ist Kollateralschaden. So. Ja, okay, wenn das so ist, dann ist es so. So. Liebe geht raus an der Stelle. Wir waren gerade auf dem Menas Moos Konzert, ne? Und jetzt lieg ich hier rum, der Hannes liegt nicht rum, der Hannes sitzt irgendwo auf der Bank. Das ist der Hannes, der hat den Bauch. Wir haben irgendwo wir haben David verloren, wir haben Alex verloren. Ich weiß nicht, die sind irgendwo. Ich lieg hier so rum auf dem Bahnsteig. Das ist der Bahnsteig. Guck ungefähr so. Wir warten gerade auf die S-Bahn oder auf die U-Bahn oder auf sonst was. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe so viel Herzblut da reingesteckt. 3 Uhr nachts. Und dann stehst du da an und willst ein Autogramm und dann heißt das, nö, ich habe keinen Stift, tschüss. Und dann gehst du da so weiter und denkst so, scheiße, ich bin total enttäuscht. Deswegen, jetzt liege ich hier rum am Bahnsteig und denke mir so, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Da drüben fährt die Bahn. Da, hast du das gesehen? Und auf jeden Fall... Weiß ich jetzt nicht. Wir warten jetzt auf den Rest und dann irgendwie fahren wir, glaube ich, nach Hause oder so. Und das war München. Das ist München, ich sag's euch. Hallo, ich bin der Ramses und das ist der Hannes. Moin, moin. Der Hannes hat gerade gute Laune. Ja. Weil der Hannes ist nicht ich. Ja. Deswegen hat er immer gute Laune. Guck. Ich habe ihm ein Autogramm noch besorgt. Da steht: Alles Gute, Ramon. Alles Gute, Arschloch. Ramon. So, das war also das Minas Moos Konzert. Und ich möchte auch kurz zum Abschluss noch was sagen, weil ich nicht weiß, wie das jetzt im Endeffekt dann wirkt, wenn ich dann auf dem Boden rumkuller, da total fertig mit der Welt, Stimme kaputt, alles und sage, ich bin total enttäuscht und sonst was und hin und her. Ich muss sagen, jetzt auch gerade, als ich das Video nochmal geschnitten habe und als ich das alles nochmal so gesehen und erlebt habe, muss ich sagen, dass das eigentlich ein echt geiles Konzert war. Das hat eigentlich wirklich mega Spaß gemacht. Du warst total wow. Und die Stimmung war auch richtig Bombe. Das war richtig genial. Das war richtig brutal. Was ich ein bisschen schade fand, was ich selbst kritisieren muss, wir waren schon wieder den ganzen Tag unterwegs. Wir sind von A nach B gerannt, haben immer mal ein Bierchen getrunken. Es war knüppelhart. Es ist jedes Mal der gleiche Mist. Du sagst, okay, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt und wir suchen uns dann erstmal was zu Mittag. Wir gehen was essen. Plötzlich, ja, wir müssen die Tickets auch erstmal ausdrucken und so und alles. Ja, ich habe die jetzt noch nicht. Und was? Jetzt sind wir rum und mussten einen Copyshop suchen, mussten einen DM dann suchen, sind von A nach B nach C hin und her gelaufen, gemacht, getan, gedingst und überall hin, bis wir was gefunden haben, bis wir dann die Tickets erstmal ausdrucken konnten, dann gesagt haben, gut, jetzt aber bitte in die Stadt, jetzt was essen. Es hat wirklich den ganzen Tag gedauert, bis man sich dann einigen konnte oder was gefunden hat, dass man auch mal was essen konnte, während du den ganzen Tag auf den Beinen bist und immer mal wieder, weil es so chillig war und die Stimmung einfach so gut war, mal zusammen ein Bierchen getrunken hast und rumgezogen bist als Jungsgruppe. Und das hat dann wieder geschlaucht. Du hast ja schon gesehen, bevor das Konzert angefangen hat, ich war schon rum. Ich war so erschöpft.
Ich war so, mir war so heiß, ich war so fertig, ich habe so geschwitzt, ich habe aus allen Löchern getrieft, ich war betrunken schon wieder, weil es einfach alles zusammenkommt und alles zu viel ist. Und dann kommst du da rein und in dieser Halle war es dann auch wirklich so extrem heiß. Zwischendurch hat man einmal eine Szene gesehen, die Haare klatschnass, hier ist alles runtergeperlt. Das T-Shirt, was ich anhatte, war komplett durchsichtig auf einmal, als man rein ist. War da erstmal wie ein Merchandise-Stand, da konnte man T-Shirts kaufen. Da gab es dieses offizielle T-Shirt von der Tour, was, wenn man rausgeht und sich mal normal anguckt, aussieht wie ein Beutel, so ein Pennerbeutel, den die zum Bierkauf immer nehmen. Das hat alles seinen Stil und da stehen die Tourdaten drauf nochmal und das gehört zu dieser Tour. Fand ich cool als Andenken, natürlich, hab das auch angezogen, ich wusste gar nicht. Ich hab doch ein schwarzes T-Shirt angehabt und bin mit einem schwarzen T-Shirt dahin. Auf einmal mitten im Konzert habe ich dieses weiße T-Shirt an. Wo war plötzlich mein schwarzes T-Shirt? Wo war denn der Rest? Hä? Habe ich nicht gerafft. Ist mir jetzt erstmal aufgefallen. So, das schwarze T-Shirt war dann beim Hannes zu Hause im Rucksack. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt kam. Das Konzert war dann auf jeden Fall mega. Leider war ich ja so fertig mit der Welt, sodass ich so übertrieben genervt habe und total... Das ist mir im Nachhinein eigentlich total peinlich, wenn ich das so sehe. Wenn ich so Menasmus höre und so mitsingen und alles richtig cool und bla und so war im Unterbewusstsein, ah, Menasmus. Und du selber warst total dehydriert und bist irgendwo rumgeflogen gefühlt. Und wenn ich das jetzt so sehe, finde ich schade, dass ich das nicht so erlebt habe, wie ich es hätte erleben können. Es hätte sogar noch genialer, noch schöner, noch besser sein können. Aber uns hat der ganze Tag und der ganze Stress davor einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht ist es besser, wirklich, man fährt zu sowas hin, direkt dann zu sowas hin, macht das dann, erlebt das und dann danach und nicht, dass man vorher schon auch wieder den ganzen Tag in den Knochen hat und das viele Bierchen und das viele Zeugs. Es war auf jeden Fall eine Bombenstimmung. Es hat super Spaß gemacht. Die Lieder haben gefetzt. Die Texte, es ist halt nichts für jedermann, es ist halt vulgär, es ist provokant, es ist einfach nur die provozieren am laufenden Band, wo sie nur können und alles sehr vulgär, aber ich finde trotzdem, das ist was, was man feiern kann, was gute Laune macht, einfach mal den Kopf ausschalten, Gehirn ausschalten. Was ich vermisst habe, weshalb ich so enttäuscht war, was man am Ende des Videos ja dann auch gehört hat, es war vorbei und ich dachte, okay, jetzt da drüben nochmal Meet and Greet sowas, weil da ist ja das alles aufgebaut, wo man auch die T-Shirts sich kaufen kann. Ich habe damit gerechnet, dass die zwei jetzt darüber gehen, sich da hinsetzen, du dann dort was kaufen kannst und die dann dort auch direkt unterschreiben auf Beuteln, auf Postern, auf Klamotten, auf sonst was oder dass du einfach, wenn du dort bist, dann yo, Fotos zusammen machen kannst oder irgendwas. Da war keiner. Du bist dann, wie vor dem Konzert, konntest du dir einfach noch mal ein paar T-Shirts nehmen und das war es eigentlich. Plötzlich ist einer aufgetaucht, mal kurz darüber, zu dem was gesagt, wollte wieder gehen, dann sind ein paar Leute gleich hingerannt, ey, hier, komm mal Foto machen, sonst was. Dann kurz, ja, hier, Foto, sonst was. Weitergelaufen da, wolltest da hinterher auf einmal, das ging gar nicht, der ist dann wieder hinten verschwunden, dann kam der andere da aus dieser Ecke mal kurz irgendwo hingelaufen, durch den Club, in irgendeine Richtung, sind alle da hinterher gerannt, so alles, ey, Hannes ist dann auch hin, Hannes war so schlau, der hat dann die Eintrittskarte genommen und hat einen Stift, woher auch immer, ob er das mal unterschreiben kann hier für den Kollegen, der hat Geburtstag, alles Gute, Ramon und so, das habt ihr im Video auch gesehen. Richtig cool, Hannes, danke dafür, das kam gar nicht so zur Geltung, danke, dass du das gemacht hast, für mich und an mich gedacht hast und das organisiert hast, so. Ich stand daneben die ganze Zeit mit der Kamera, hab gedacht, oh, warte, jetzt bleibst du dran, gehst hin und dann, hey, kannst du mir vielleicht mal hier auf mein T-Shirt unterschreiben, ja, auf mein nasses, verschwitztes, ekliges, ja, ich hab keinen Stift dabei, ne, sorry, zack. Und dann ist er auch schon wieder weitergegangen und dann waren die weg und ich stand da und ich bin aus allen Wolken gefangen, weil... Ich habe mir das so toll dann vorgestellt, so richtig, wenn du so ein Meet and Greet im Kopf hast, wo du denkst, danach kannst du dahin, wie bei den Amigos. Wir sind dann draußen, da kommt da vorbei, Leute, hier können wir unterschreiben, sonst was. Und da war halt nichts, nichts organisiert, nichts sonst was, nichts da. Das hat mich enttäuscht, das hat mich runtergezogen, ganz ehrlich. Gut, auch weil ich natürlich angetrunken war, hat mich das dann mehr irgendwie, ich bin dann auch gegangen. Lag dann irgendwo rum auf der Treppe und war dann ein bisschen deprimiert immer.
Hab gesagt, ja, müssen wir halt jetzt zurück. Hat voll schlechte Laune auf einmal. Weil ich hab mir das halt einfach voll toll vorgestellt, so dann nach dem Konzert dahin, die sitzen vielleicht da zu zweit, du kommst dann mit der Kamera, sagst so, ja, guckst du dir an hier, links, rechts, hier wie Rey Mysterio, wie Braun Strowman, yo, was geht ab, zack, und hier ist T-Shirt, vielleicht kurz mal zack, zack, alles, dass ich das T-Shirt nie wieder anziehe, sondern mit heimnehme, dann an die Wand hängen, dann als Andenken dafür, das wäre perfekt gewesen, das wäre richtig genial gewesen. So habe ich vom Konzert manches gar nicht so richtig realisiert, weil ich total fertig war. Der ganze Tag so davor, das war alles richtig brutal und anstrengend. Am Tag vor dem Konzert waren wir ja bei Zange, haben diese extremen Chili-Tests-Soßen und alles gemacht. Da ging es einem auch den ganzen Tag noch im Wanst rum. Ja, und dann dieses Ende. Trotzdem würde ich auf jeden Fall wieder zu einem Menas Moos-Konzert gehen und fahren. Und es ist ja jetzt schon bekannt gegeben, dass im März nächsten Jahres wieder Menas Moos auf Tour ist und sogar auch wieder in München. Also vielleicht mal gucken, ob Hannes nochmal mitgehen würde als Aufpasser, ob Pupsi mal mitgeht, ob sonst jemand sagt, oh, Menas Moos Konzert, ja, da wird man auch mal hin, dass vielleicht irgendwie mal das nochmal macht und dann aber nicht so übertrieben und gesitteter. Und dann ist man der Vernünftigste vom ganzen Konzert und vielleicht hat man da die Möglichkeit, dann wenigstens mal ein Foto zu machen. Hätte ich einfach noch ein Foto gefragt. Hey, kann ich kurz Foto machen? Bam! Wäre bestimmt gegangen. Unterschreibt oder vorbereitet, ein Edding mitnehmen. Nehmt dein Edding mit, ja? Und dann kannst du mir hier unterschreiben auf meinem After. Gut, würde bestimmt passen. Ansonsten, kennt ihr Menas Moos? Mögt ihr Menas Moos? Hasst ihr Menas Moos? Was mögt ihr daran? Was hasst ihr daran? Was liebt ihr daran? Wart ihr schon mal auf dem Menas Moos Konzert? Und wenn nicht, was ist das letzte Konzert, wo ihr wart? Was hört ihr so für Musik? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.